Das Jahr 2019 beginnt optimistisch für die Theatermacher in Neubrandenburg und Neustrelitz. Der im vergangenen Jahr geschlossene Theaterpakt sichert Bestand und Finanzierung bis 2028. 14,7 Millionen Euro stehen der Theater- und Orchester GmbH, kurz TOG, pro Spielzeit zur Verfügung. Circa 200 Mitarbeiter werden beschäftigt und ab Januar wird Tariflohn gezahlt. Auch in der Leitungsebene gibt es Veränderungen, über die Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt als Vorsitzender der TOG-Gesellschafterversammlung am 7. Januar informierte. Sven Müller wird ab August neuer Intendant der Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg-Neustrelitz, arbeitet aber schon jetzt an der Vorbereitung der neuen Spielzeit mit. Sven Müller bringt viel Theatererfahrung mit und freut sich nach längerer Arbeit im Ausland, zuletzt in Kopenhagen, wieder die Muttersprache auf der Bühne zu hören, aber auch speziell auf die Region. Ich kannte beide Städte. Ich habe in Neustrelitz sogar einmal in der Spielzeit 94-95 inszeniert und ich wusste sehr gut, um was es sich handelt und ich kannte die Schönheit dieser Region. Ich mag auch das Zusammenspiel von Natur und Kultur und wollte gerne mit Kultur hier in dieser Region beitragen. Ansonsten geht es mir darum, Theater zu machen. Natürlich war es für mich auch eine Herausforderung, jetzt als Intendant eines Vier-Spartenhauses zu arbeiten. Ich habe bisher immer als Leiter der Opernabteilung gearbeitet. Also das ist etwas Neues, die Sparten Schauspiel mit zu integrieren. Und ich fand das eigentlich einen unglaublich interessanten Job hier, zusammen mit Schlossgartenfestspielen, diesen drei Spielstätten, einem bedeutenden Orchester ein Theater zu machen für die Menschen hier, alle Generationen und für ein touristisches Publikum auch. Kein Musentempel, sondern ein Theater für jedermann, das breit gefächert durch alle Genres Programm machen will. Relevantes Programm mit Qualitätsanspruch. Ein lebendiges Theater in traditionsreichen Spielstätten, das schwebt auch dem künftigen Geschäftsführer der TOG vor. Malte Beer ist Diplomphysiker, der Musikwissenschaften studiert hat und viel kaufmännische und IT-Erfahrung mitbringt. Für Malte Beer steht auch die verstärkte Nutzung der Digitalisierung auf der Agenda. Also die sozialen Medien werden für alle Kulturorganisationen immer wichtiger. Aber ich habe auch gesagt, und das glaube ich ist auch ganz zentral, dass es wichtig ist, dass wir wissen, an welcher Stelle wir gerade als Theater der Digitalisierung auch eine greifbare und analoge Erfahrung entgegensetzen können. Ich glaube, die Sehnsucht nach Echtem und Authentischem wird nicht ohne Grund zurzeit größer. Gute Traditionen pflegen, Identität stärken, aber auch neue Akzente setzen. Nach den geplatzten Fusionsplänen will man sich jetzt auf eine vitale Weiterentwicklung in der Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg-Neustrelitz konzentrieren und ein tragfähiges Fundament für die Zukunft legen.